Jetzt Kaffee. Früher Tee, aber irgendwie, ja, jetzt Kaffee. Oh. Ich bin immer in Städten aufgewachsen, aber ich bin, jedes Mal würde ich lieber im, ja, einfach im Wald leben. Ja. Spanien. Live. Ja. Bahia. Sehr großen Koffer. Also es wäre gut, sehr viele Sachen mitzunehmen. Aber ja, ich habe immer so einen Handgepäckkoffer mit. Heavy Metal. Ferretta. Beides. Ich brauche beides. Also ich könnte nicht in Miami wohnen oder so. Mehr. Tag. Ja, freue mich immer, wenn man gute Stunden vom Tag benutzen kann. Vor allem im Sommer, wenn es wieder Licht gibt. Realist. Ordentlich. Harry Potter, auf jeden Fall. Naja. Harry Potter kam auch früher raus. Da war es in der Zeit, wo man einfach drin war. Und dann ist man fast genauso alt gewesen wie die Kinder da damals im Film. Und dann war es irgendwie ganz cool. Ja. Hunde, ja. Ich habe Katzenallergie. Ah, Film, aber ich müsste mehr Bücher. Ich müsste eigentlich Buch sagen. Ja, ich muss ein bisschen mehr lesen. Also, ich würde gerne mehr lesen, ja. Kochen. Ich habe letztens Spaghetti Vongole gemacht. Also, das fand ich ganz gut. Also, meine Mutter ist ja auch Kochchefin in dem japanischen Restaurant gewesen und sie kocht generell sehr gut. Und es ist immer ganz gut, wenn ich mal ein neues Gericht oder so ein Gericht im Kopf habe, weil sie es mal gemacht hat oder irgendwo gesehen hat. Dann kann ich sie einfach anrufen und sie sagt dann, ja, dann musst du so und so machen. Also, schon sehr gut, sehr praktisch. Macht Spaß auch. Mit Butter auf jeden Fall. Da gibt es keine Erklärung dafür auch. Das ist einfach so. So ist richtig. In den Laden gehen, ja. Das muss man so viele Sachen zurückgeben. Oder ich habe es nie wirklich gemacht, aber ja, ich finde es immer besser, wenn man das anfassen kann und gucken kann, wie es alles ist, ob es richtig passt. Doch, Gruppenmensch, ja. Also ich bin auch sehr Einzelgänger in manchen Sachen, aber eher Gruppenmensch. Wenn man nicht zu Hause ist, will man unterwegs sein. Wenn man unterwegs ist, will man zu Hause sein. Also gerade jetzt zu Hause, ja. Stones oder Beatles. Oh. Nee, Beatles in meinem Fall, ja. Begehbarer Kühlschrank. Das wäre geil. Im Moment würde ich sagen, begehbarer Kleiderschrank, weil wenn ich zu Hause ankomme und was kaufen gehe, dann kaufe ich immer nur Sachen für so 2-3 Tage. Deswegen würden die halten ja nicht so lange, bis ich nächstes Mal wieder zu Hause bin, leider. Aber ich würde beide gerne haben.